1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, dazu stehe ich. Und ich möchte mit all den Leuten oder ganz vielen von euch reden, die diesen Spruch schon mal im Leben oder öfters gesagt haben. Dazu stehe ich. Also zu Dingen, die vielleicht von anderen anders gesehen werden. Wo andere die Nase rümpfen, wo andere euch vielleicht angegriffen haben. Vielleicht habt ihr selbst aber auch so ein klein bisschen schlechtes Gewissen und sagt trotzdem, das war richtig, dazu stehe ich, komme, was da wolle. Also, wenn ihr mir so etwas erzählen wollt, aus eurem Leben, aus eurer Vergangenheit, oder vielleicht ist gerade auch irgend sowas vorgefallen, dann ruft an 0800 220 50 50 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Michaela ist die Erste, Michaela ist 20 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Hallo Michaela. Ich bin etwas aufgeregt. Ja, das ist völlig normal. Ja. Das ist völlig normal. Dazu stehe ich. Ja. Was denn? Ich stehe dazu, dass ich mit meinem Partner beim Sex Sexspielzeug benutze. Ja, das ist auch wunderbar. Ja. Ne? Da kann man, muss man sich auch gar nicht schämen. Nee, schäme ich mich auch gar nicht. Nun wollen wir natürlich alle wissen, welche Sexspielzeuge Michaela mit ihrem Partner benutzt. Also angefangen hat es mit den Liebeskugeln, die ich aus Neugier eigentlich nur gekauft habe. Ja. Und dann habe ich halt Lust auf mehr bekommen, weil man dann immer neugieriger wird. Wenn einige Leute fragen, Liebeskugeln? Was bitte? Ist denn da? Jetzt werden einige Leute fragen, Liebeskugeln? Das sind so zwei Kugeln, die sind an einer Schnur befestigt. Aus Metall, ne? In der Regel. Ja. Ja. Und die schiebt man sich in die Scheide rein. Ja. Und die sollen dann, wenn man in der Wohnung rumläuft, sage ich jetzt, soll das stimulieren zum... Ja, man kann damit aber auch zum Aldi gehen, ne? Geht auch. Ja, man kann überall damit hingehen und ja. Gut. Ja, es soll stimulieren, dass praktisch stimuliert's, die Lust kommt. Stimuliert es ja. Denn auch? Also mit den Kugeln habe ich gesagt, nein. Also ich habe überhaupt nichts gemerkt, ganz ehrlich. Wie groß sind denn die Kugeln? So in etwa. So Durchschnitt 6-7 Zentimeter? Ja, vielleicht ein bisschen kleiner. Ja. Es gibt ja verschiedene. Man kann die sich je nachdem von klein bis ganz groß, sage ich jetzt mal, Ja. Kann man sich die holen, ja. Ja. Aber ich muss sagen, mir hat's nichts gebracht. Jetzt fragt man sich natürlich so als Mann, der davon gar keine Ahnung hat, von Liebeskugeln, fallen die da nicht raus, wenn die Mädels gehen? Nein, weil die schiebt man ja ziemlich weit rein. Aha. Und da ist ja, wie wenn man sich so einen Tampon einführt, ist ja, das. Ja, genau. Und da ist ja noch ein Bändel dran. Ja. Und das ist ganz normal, also da fällt nichts raus, wie wenn man einen Tampon drin hat. Also. Ja, nur ist der Tampon ja ganz leicht und Liebeskugel sehr schwer, aber dennoch fällt es nicht raus. So, ja. Jetzt hast du gesagt, das war aber nicht der Bringer, die Liebeskugeln. Ihr seid noch weitergegangen. Ja, wir sind dann hergegangen und haben dann aus Silikon sind die, glaube ich, irgendwie, weil da gibt es verschiedene Sachen, die kann man beim Mann über den Penis machen. Man nennt es auch Kondom. Nee, nicht Kondom, sieht aus wie so ein Ring, bloß aus Silikon, da sind Noppen dran oder... Achso, wie ein Reh oder wie ein Ring? Wie ein Ring. Ja, und das macht man... wäre auch schön. Ja, das macht man beim Mann über den Penis ja. Und beim Sex spürt man das halt schon und das reizt, sag ich mal, zu mehr. Das macht den Mädels dann Spaß? Ja. Aber dem Mann doch nicht, oder? Er merkt schon, dass er was drauf ist, aber so richtig, sagen wir es mal so, sagt er, bringt es ihm auch nichts. Und dann sind wir halt weitergegangen und haben dann auch mal für ihn so die Muschis, nennen sich die, geholt. Oh. Ja. So heißt das? Ja, also so aus Plastik, so. Also in kleinem Format, ein Mädchen in klein. Also nicht ein Mädchen in klein, sondern wie so eine Vagina. Ja, genau. Ich wollte es auch ausdrücken, ja. Ja, gut. Ja. Und ja, ich stehe halt dazu, ich tue halt offen und ehrlich darüber reden. Also ich habe da keine Macht mir Spaß, macht mir Spaß. Gut.
Und ja, und das haben wir dann auch ausprobiert. Er hat was gespürt, aber das war dann halt so wild, dass sie dann halt irgendwann kaputt gegangen ist. Ach so. Ja. Ach so. Also nennen wir mal nennen wir es mal doch kleine Mädchen. Ne? Wir beide wissen, was wir damit meinen. Gut. Also diese kleinen Mädchen sind wie groß? Wie kann man sich das vorstellen? Wie so ein Buch. Ja. Und so da ist aber so die Vagina völlig nachgebildet. Ja, ne? Genau. Und der Mann penetriert dann auch dieses kleine Stückchen etwas da. Ja, man hebt sich das dran. Ach so, und man hebt es sich dran. Bringt praktisch in das kleine Mädchen ein wie eine Frau. Ja, verstehe. Ja. Und das ist dann aber kaputt gegangen. Ja, weil das sind wie so zwei Fettern an der Seite innen drin, wo ja den Penis stimulieren, die vibrieren und gehen auf und ab. Ja. Und und ich weiß nicht, irgendwie, vielleicht war er zu groß oder so. Ja. Oder zu wild. Und wie groß ist er denn? Wie groß er ist, mein Mann jetzt? Ja. Ja, schon groß, ist aber schon groß. Gemessen habe ich ihn direkt noch nicht. Ne? Also auf jeden Fall war das Spielzeug dann auch nicht so der Knaller. Ja. Und habt ihr dann noch weitere Sachen ausprobiert? Ich meine, das ist ja schon viel, aber noch mehr? Ja, vom Beate-Use-Katalog. Ich weiß nicht, ob das dir was sagt. Na klar. Und wer kennt ihn nicht? Mittlerweile nennt er sich Papo. Ja, das wusste ich jetzt nicht, aber egal. Ja. Mhm. Und da kriege ich regelmäßig Hefte zugeschickt mit Angeboten mit Wäsche und von A bis Z Filme und so. Mhm. Und dann gab es dann ein ganzes Set, wo halt Vibratoren, Aufsätze für Vibratoren und Nippel von der Brust Stimulierer und ach, da alles Mögliche ist da drin. Ihr müsst ja einen ganzen Keller voll Sachen mittlerweile haben. Ja, also sagen wir es mal so, man holt öfters mal was Neues. Ja. Wie lange seid ihr denn schon zusammen? 5 Jahre. 5 Jahre? Ja. Du bist erst 20? Ja. Wie alt ist er? Er wird dieses Jahr 30. Ja. Ja. 5 Jahre. Ja. Würdest du sagen, dass dieses Sexspielzeug auch so eure Sexualität so vital hält, dass ihr was Neues ausprobiert und irgendwie neue Experimente macht? Ja, schon. Also ich sage es mal so, mein Spruch laut, ich will nicht jeden Tag vom selben Teller essen. Guter Spruch, ne? Ja. Ja. Und durch das Sexspielzeug kriegt man Abwechslung in das Sexleben von der Beziehung. Und auch genauso, wenn man sagt, ich will nicht immer nur im Schlafzimmer, so mal in der Küche oder im Garten, im Pool oder so, sage ich jetzt. Oder in der Öffentlichkeit, so. Ja. Das sind schon Sachen, wo ich sage. Also, ich höre schon, ihr seid ein scharfes Pärchen. Ja. Ne? Ja, wir haben auch 2 kleine Kinder. Hat was gebracht. Und sogar, es bringt sogar noch was. Also, und ihr habt weiter euren Spaß. Jetzt habe ich gerade schon gemerkt, dass wir gar nicht alles aufzählen können, wahrscheinlich, was ihr habt. Ja. Deshalb frage ich dich jetzt, was dein liebstes Sexspielzeug ist. Mein liebstes Sexspielzeug, da muss ich überlegen. Ja. Oder das für den After, sagen wir es mal so. Sowas? Ja. Aha. Wenn er mich mit dem Spielzeug im After verwöhnt und mich gleichzeitig noch in der Vagina. Aha. Ja, also wir können uns das jetzt grob vorstellen. Ja. Und ist es ja auch in Ordnung, wenn man sowas macht. War das am Anfang für dich schwierig, darauf einzugehen? Jetzt setze ich voraus, dass er die Vorschläge gemacht hat. Ich frage anders. Von wem kam denn die Idee, wir holen uns Sexspielzeug? Was heißt Idee? Eigentlich sind wir mal so durch die Stadt gegangen und bei uns in der Stadt gibt es so einen Sexladen oder Sexshop, wie der sich da nennt. Ja. Und da ist auch ein Schaufenster und da sieht man da so Sachen im Schaufenster liegen. Ja. Und habe ich halt so davor gestanden, habe mir als vorgestellt, ach Gott, wie können die Leute das nur? Und ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und ja, dann hat er gemeint, dann geh doch rein, guck doch mal. Ja. Und dann bin ich da auch reingegangen. Alleine? Ja, ich bin da allein erstmal reingegangen. Oh. Ja. Und es war schon ein komisches Gefühl, das erste Mal da reinzugehen. Aber ich bin erstmal erschrocken, weil da stand ein Riesending, also auch ein Vibrator, bloß riesengroß. Und da habe ich nur gedacht, ach Gott, was für eine Frau muss so ein Loch haben, sag ich mal, wo sich das Ding da so reinschieben kann. Also ich konnte mir das nicht vorstellen. Und und die Wäsche, wo da drin ist, wo es da zu verkaufen gibt, die hat mich auch interessiert. Und dann habe ich dann auf die Liebeskugeln. Ach so, so fing es an. Also mit dein erster Besuch im Sexshop.
endete dann gleich mit einem Kauf der Liebeskugel. Ja, genau. Ja. Ja. Dazu steht Michaela. Michaela sagt, dazu stehe ich, dass ich oder dass wir Sexspielzeug benutzen. Und das ist ja auch völlig in Ordnung, wenn ihr beiden euren Spaß habt. Ja. Ihr seid ein Pärchen, ihr mögt euch, dann kann man so Sachen ja auch machen. Ja, es ist halt nur der Umfeld von uns. Also die reagieren da nicht gerade so, ach Gott, das macht gar nichts. Und überhaupt, die tun da eher so komisch gucken. Ach, die sind alle verklemmt. Ja, genau. Und deswegen rufe ich ja auch an, aus dem Grund, weil ich den Leuten sagen will, dass sie ruhig dazu stehen können. So. Weil es ist nichts Schlimmes. Genau so ist es richtig, Michael. Ja. Hoffentlich haben sie alle zugehört. Ja, ich hoffe. So, du grüßt herzlich deinen Freund von mir, deinen Partner. Und weiterhin gutes Experimentieren und viel Spaß. Ja, Domian, darf ich noch was fragen? Ja. Kann ich vielleicht Unterschrift von dir haben? Ein Autogramm? Ja. Kannst du, da musst du auflegen. Wir rufen dich nochmal zurück wegen deiner Anschrift, okay? Ja, okay, danke. Alles Gute, tschüss. So ihr Lieben, das Thema heißt, wie ihr schon gerade mitbekommen habt, dazu stehe ich. Und ich möchte gerne mit euch über Dinge reden aus eurem Leben, über die ihr sagt, dazu stehe ich. Egal, was die anderen sagen, die anderen mögen es schlecht finden, falsch finden, die Nase rümpfen, ich stehe dazu. Vielleicht ist es aber auch etwas, wo ihr bei euch auch nicht so ganz sicher seid, ob es in Ordnung ist, aber irgendwie habt ihr euch dann doch entschieden und sagt, ich stehe dazu, egal, was man noch alles denken kann, das ist meine Entscheidung, das ist mein Ding. 0800 220 5050 oder domian@wdr.de. Silke, 35 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Silke. Hallo. Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Ja. Und zu diesem Thema hast du dich gemeldet, dazu stehe ich. Ja, genau. Und was ist es? Und zwar, dass ich zwei Männer gleichzeitig habe und die auch beide voneinander wissen. Und das ist auch mit beiden eine richtige Beziehung so. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein Mann und ein Liebhaber, sondern also richtig zwei Partnerschaften. Zwei Liebesbeziehungen. Genau. Die Männer kennen sich. Ja, die haben sich mal gesehen, weil ich am Anfang noch dachte, naja, vielleicht kann man das Ganze noch ein bisschen lockerer machen, wenn man dann auch mal irgendwie zu dritt was macht, oder? Ein Bier trinken geht oder so, aber das hat überhaupt nicht hingehauen. Achso, dann sind die Jungs doch eifersüchtig. Ja, also wenn die sich dann sehen. Zumindest der eine gibt es überhaupt nicht zu, aber ich habe halt gemerkt an der Reaktion, dass er da genauso verkrampft ist. Wie lange läuft denn diese Dreiergeschichte, die ja eigentlich keine Dreiergeschichte ist, aber für dich ist es eine Dreiecksbeziehung? Wie lange läuft das schon? Das läuft ungefähr 4 Jahre. So lange schon? Zusammen, ja. Also am Anfang war es noch heimlich, der andere. Also mit dem einen bin ich verheiratet. Ach so. Und der andere, das lief erst heimlich und das war dann auch am Anfang eine ziemliche Katastrophe, als es rauskam. Und da war das noch so ganz normal, dass ich dachte, ich muss mich entscheiden und so. Aber das ging halt hin und her und ich habe mich total zerrissen gefühlt und das war richtig schrecklich. Und irgendwann hat sich dann aber so eingependelt, dass das dann... Wie viele Jahre bist du verheiratet? 5 Jahre. 5 Jahre. Also und 4 Jahre läuft diese Doppelbeziehung, also ist das gar nicht so viel Unterschied, ne? Ja gut, also zusammen bin ich mit meinem Mann schon 10 Jahre. Ach so. Wusste denn der Neue, ich sag jetzt mal der Neue, der Zweite, der Lieb, der dazukam, wusste der damals, dass du verheiratet bist? Ja, das wusste er von Anfang an. Wie ist denn das jetzt erklärbar? Wie erklär es uns mal, mir ist es so ein bisschen schwer nachzuvollziehen, dass die Männer das mitmachen. Ja, das hat sicher mehrere Gründe. Also zum einen, also... Ich meine, die lieben mich halt auch und die haben auch mitgekriegt, als ich eben so zerrissen war und mich entscheiden wollte, dass das, also was mit mir passiert ist, als ich das versucht habe, also als ich mich von dem einen trennen wollte, hat er mit angesehen, wie sehr ich leide und andersrum genauso und die haben dann auch gesagt, das kann irgendwie so auch nicht gehen. Und also die tun es für dich, meinst du? Naja. So klingt es ja fast schon. Ich weiß es auch, ich kann mich auch wohnst du in denn, Männer reinversetzen. Wohnst du denn mit deinem Ehemann noch zusammen? Ja. Mit dem wohnst du noch zusammen. Mhm. Das heißt, der kriegt das immer mit, wenn du dich mit dem anderen triffst, auch wenn du über Nacht wegbleibst. Ja, genau. Inzwischen ist das auch richtig so, ja, so als würde ich zu einer Freundin gehen und sagte auch, ja, viel Spaß, weil ich habe auch mit dem Freund habe ich auch ziemlich so Beziehungsprobleme, einfach weil wir so verschiedene Temperamente haben und so, wir fetzen uns ziemlich viel und dann mit meinem Mann witzel ich inzwischen schon manchmal, dass er dann sagt, naja, viel Glück, dass ihr euch nicht streitet oder so. Und Erzählst du denn bei deinem Freund über deinen Mann und erzählst du bei deinem Mann über deinen Freund auch? Wir waren schon essen und wir haben einen tollen Ausflug gemacht. Ist das so locker? Ja,
also was, also mein Mann kann ich alles erzählen, der ist total locker und der geht auch inzwischen selber dann so weg mit anderen Frauen oder hat hier und da mal ein oder so. Wollte ich jetzt auch gerade darauf hinaus noch. Aber sag erstmal fertig. Ja, und aber andersrum ist es ein bisschen schwieriger, weil der Freund, der gibt halt nicht zu, dass er eifersüchtig ist. Und der tut immer so souverän, aber wenn ich dann irgendwie meinen Mann erwähne, dann merke ich halt, da ist überhaupt nichts. Ja. Da kann man nicht drüber reden. Von der zeitlichen Aufteilung, ist das so paritätisch? 50% der Mann, 50% der Freizeit gehört dem Freund? Nee, das ist eher, dass das Wochenende so ungefähr geteilt ist, weil in der Woche hat sowieso keiner Zeit, da arbeitet man und kommt abends nach Hause. Da bin ich natürlich mehr bei deinem Mann, weil wir halt zusammen wohnen, aber da machen wir auch viel getrennt und das Wochenende wird dann eher so geteilt. Ist denn der Freund eigentlich solo oder hat der auch noch nebenher irgendwas? Der ist eigentlich solo, also der hat am Anfang auch mal so ein paar Freundinnen, mit denen er auch ins Bett gegangen ist, aber halt schon mehr so auf der Kumpelebene so. Aber 4 Jahre ist eine lange Zeit. Da fährt man beispielsweise, will man ja auch mal gerne in Urlaub fahren. Mit wem fährst du in Urlaub? Auch mit beiden dann inzwischen. Also am Anfang war das auch schwierig, weil mein Mann Wie, dann, halt dann sind beide dabei? Nee. Achso, jeweils mit einem? Ja, genau. Achso, das heißt, du bist dann schon mal 3 Wochen auf Mallorca mit dem einen und 3 Wochen auf Kreta mit dem anderen. Naja, so viel Urlaub habe ich nicht. Als Beispiel mal so. Also eher so eine Woche mit dem einen und eine mit dem anderen und dann eine noch irgendwie so. Oder? Silke, was denkst du, wenn du jetzt... Unter uns beiden Betschwestern, so ganz, ganz ehrlich, was denkst du über diese Männer? So ganz in deinem Tiefen, findest du das ein bisschen waschlappig, dass die das mitmachen? Nee, im Gegenteil. Also ich bewundere das unheimlich. Inzwischen könnte ich es auch, weil ich so in der Situation drin bin. Aber früher hätte ich auch gesagt, also jetzt, wenn ich als Frau in der Situation wäre, dass ich das nicht könnte. Und ich bewundere das und weiß auch irgendwie, dass sie das nicht aus Waschlappigkeit machen, sondern tatsächlich, weil sie eben zu mir stehen und nicht wollen, dass ich leide. Also ich sehe das immer so, wie wenn jetzt eine Mutter gefragt wird, für welches Kind entscheidest du dich? Und wenn dann die Kinder sagen würden, Mensch, ich stell dich nicht vor die Entscheidung, weil du uns beide liebst, dann wäre das ein toller Zug, also den man von einem Kind jetzt nicht erwarten kann. Vielleicht nicht nur, dass sie nicht sehen wollen, dass du leidest, sondern dass sie letztendlich auch, dass jeder für sich dich sehr, sehr, sehr liebt. Ja. Dass das die Konzession ist, die sie machen. Ja, dass die Alternative wäre, dich ganz zu verlieren und dann sagen die einfach, okay, dann lasse ich mich darauf ein, wenn es unter Umständen schmerzlich ist, aber da habe ich sie wenigstens in meinem Leben. Ja, ist auf jeden Fall. Sex hast du mit beiden? Bitte? Sex hast du mit beiden? Nee, mit meinem Mann nicht mehr. Das hat aber vorher schon so ein bisschen nachgelassen oder das war auch nicht noch nie so irgendwie im Vordergrund. Aber das vereinfacht das Ganze doch. Ne, wenn du jetzt zwei Männer hättest, wo es in gleicher Weise sexuell aktiv ist, könnte ich mir vorstellen, dass es komplizierter ist für die Männer als so. Ja, erstens das, also weil mein Mann da sowieso nicht so viel Wert drauf legt. Und ich glaube, ich könnte das auch nicht, weil begehren kann ich nur einen. So, da haben wir es ja schon. Im Prinzip ist doch die Beziehung dann zu deinem Mann, ist doch dann nur, in Anführungszeichen, eine tiefe Freundschaft und keine Partnerschaft mehr. Doch, das ist schon eine richtige Partnerschaft, weil wir zusammenhalten und klar, das tut man als Freunde auch, aber es ist auch mehr Zärtlichkeit und Nähe. Und also Zärtlichkeit auch gibt es schon, also das gibt es schon. Also schon mehr als jetzt nur gute Freunde oder Geschwister. Mittlerweile, nach dem, was du jetzt 4 Jahre erlebt hast, würdest du es in deinem Mann zubilligen, wenn er sagt, ich verliebe mich jetzt auch noch, ich möchte mich auch in eine andere Frau verlieben und wir machen das, dann ist halt noch jemand im Bunde. Ja, ich meine, gut, sich verlieben wollen, das kann man sich ja nicht vornehmen. Gut, aber wenn es so passieren würde, würdest du es hinnehmen? Ich würde es hinnehmen, aber ich weiß, das kann nicht passieren, weil er einfach nicht der Typ dazu ist. Irgendwie. Er ist grundsätzlich nicht so jemand, der sich einfach mal so... Gut, hast du Glück. Aber nehmen wir mal an, es würde dann doch so kommen oder der andere würde sich verlieben. Würdest du es hinnehmen? Würdest du es auch tolerieren? Können? Wollen? Ja, das würde ich inzwischen schon, weil ich ja jetzt genau weiß, was dazu führen kann und so. Ich würde dann halt natürlich wissen wollen, genau wo ich stehe und wo die andere dann steht und ob er jetzt irgendwie mich dadurch weniger liebt als vorher oder so. Das wäre mir schon wichtig. Aber wenn es tatsächlich so wäre, dass er sagen würde, ich liebe dich und die andere auf eine andere Art genauso, dann könnte ich das hinnehmen. Aber was ich nicht hinnehmen könnte, wenn
Der, mit dem ich jetzt noch Sex habe, wenn der jetzt zum Beispiel eine andere genauso begehrt wie mich. Ach so, das ist die Grenze dann. Ja. Weil das kann ich auch nicht nachvollziehen. Ich kann auch nur einen Mann begehren, so richtig. Also jetzt so, dass ich wirklich so leidenschaftlich... Ist ja so eine theoretische Überlegung. Man könnte im Prinzip auch sagen, ja, warum nicht? Das könnte ja auch gehen, als Modell. Könnte sicher auch gehen, aber es ist immer so eine emotionale, subjektive Geschichte. Da könnte ich mich schlecht reinversetzen. Kinder habt ihr keine? Nee. Das ist ja eben auch so ein, das ist eigentlich so mein ganzes Problem bei der Sache. Sonst könnte ich ja sagen, na gut, funktioniert so ganz gut. Aber das ist das Hauptproblem, weil ich halt mit keinem wirklich, die Partnerschaft hört halt an dem Punkt auf. Man hat halt, gut, man ist zusammen, hat Spaß miteinander, ist alles ganz schön, aber man kann überhaupt nicht in die Zukunft planen. Das heißt, du würdest gerne ein Kind von einem der Männer haben? Ja, ich verschiebe das so ein bisschen, den Gedanken, weil ich wollte früher immer Kinder haben und eigentlich finde ich es auch so ganz natürlich, dass man, wenn man sich liebt, irgendwie dann auch ein Kind zeugt, aber das geht halt nicht, weil ich mich dann entscheiden müsste. Und das ist halt das Problem dabei. So, jetzt könnte ich mir auch vorstellen, dass dein Umfeld, die engeren Leute werden das mitbekommen haben, dass die auch eventuell die Nase rümpfen, oder? Ja, also die verstehen es nicht. Die meiste Reaktion, die ich beobachte, ist, dass sie das Thema gar nicht wissen wollen. Also wenn das mal so angedeutet wird irgendwie oder wenn man das einfach ist denen unangenehm, mal erwähnt, weil es halt irgendwie jetzt organisatorisch mal nötig ist oder so, dass die dann total ausweichen und das gar nicht wissen wollen. Aber deshalb hast du angerufen und sagst, ich stehe dazu und dazu stehe ich, dass ich zwei Männer habe. Ja, also vor den Männern nicht so sehr und vor mir selber auch, weiß ich, bin ich mir auch unsicher, aber vor den anderen stehe ich dazu, weil ich mir sage, das ist mir halt passiert, ich kann da auch nicht dafür und wenn man mich vor die Wahl stellen würde, sage ich mir halt immer wieder, Mütter stellt man auch nicht vor die Wahl, sie sollen sich gefälligst für ein Kind entscheiden und sagt dann so, man kann doch nur ein Kind lieben, was willst du, warum brauchst du denn noch ein zweites? Silke, danke, dass du uns aus deinem Leben erzählt hast. Wenn das so für euch stimmig ist und irgendwie scheint es ja zu funktionieren, irgendwie sage ich mal, ist es ja auch ein Modell, was man auch respektieren muss oder eine Lebensform, die man respektieren sollte. Alles Gute dir und den beiden Jungs. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Dazu stehe ich, unser Thema heute Nacht, und hier ist die Eva. Und Eva ist 33. Hallo Eva. Ja, morgen. Ja, guten Morgen. Also ich rufe an, weil ich dazu stehe, dass ich in meiner Ehe angeschafft habe, weil mein Ehemann... Halt, ich habe es gar nicht verstanden, dass du in deine Ehe angeschafft hast? Ja, genau. Wir waren also sehr, sehr lange zusammen, haben zwei Kinder zusammen gehabt und oder haben die immer noch zusammen. Und er war eigentlich faul und hat also nicht für uns gesorgt. Und irgendwann kam dann die Möglichkeit, dass ich halt Geld verdiene mit meinem Körper. Und erst war er dagegen und dann dafür und hat sich dann 5 Jahre auf meinen Lorbeeren ausgeruht. Ach, du hast 5 Jahre hast du angeschafft? Ja, ja. Und er hat nicht gearbeitet? Er hat eigentlich immer nur so getan, als wenn. Ja. Und 5 Jahre, wie lange liegen diese 5 Jahre jetzt zurück? Anders gefragt, wie lange bist du raus aus dem Hurengeschäft wieder? 3 Jahre. Wie kam es denn dazu, dass du dann aufgehört hast nach 5 Jahren? Ich habe eigentlich aufgehört, weil ich mir gesagt habe, das, was du jetzt machst, das hast du ihm zu verdanken im Grunde. Hast aus Liebe gemacht, weil du deine Kinder ändern wolltest, weil du deine Familie einfach irgendwie aufrecht, weil einer muss ja irgendwie gucken. Ja. Und ich war dann der Part, der dann halt sozusagen die Verantwortung übernommen hat. Verstehe. Aber warum Schluss nach 5 Jahren? Ich habe es eigentlich aufgehört, weil ich einfach gesagt habe, ich bin mir zu schade dafür, das macht mich kaputt. Mhm. Jetzt nicht vom Kopf her, sondern es hat mich einfach körperlich geschafft. Mhm. Und irgendwann habe ich dann gesagt, also nee, das Geld, was du verdienst, das kannst du eigentlich auch alleine ausgeben. Da brauchst du keinen für, der dann die Hand aufhält und sagt, hey Puppe, du bist eine Gute. Gut, aber du hast das eben nicht allein ausgegeben, das Geld mehr, sondern du hast ganz aufgehört. Du bist ganz rausgegangen aus der Prostitution. Ja, ich führe ein total solides Leben, bin glücklich mit meinen Kindern. Bist du von heute auf morgen ausgestiegen? Ja, ich wollte eigentlich aussteigen und irgendwann habe ich dann gesagt, nee, pass auf, du bist jetzt erstmal so lange also aus dem Beruf raus und musst dich noch ein bisschen über Wasser halten. Also hat es eine Weile gedauert. Das noch ein bisschen weitergemacht, bis ich dann irgendwann gesagt habe, nee, also das bringt es mir eigentlich nicht mehr. Was hast du denn dann gemacht oder was machst du heute beruflich?
Also ich habe heute einen absolut soliden Job. Ich bin bei der Verwaltung angestellt. Ja, ja. Ja, für eigentlich ein ganz normales Leben. Und das hattest du vorher auch schon, du hattest so etwas gelernt, also du hattest schon einen ähnlichen Job ich vorher. Ich habe was ganz Normales gelernt, ist eigentlich dann halt aus der Not entstanden. Und die Beziehung zu dem Mann ist weg, die ist abgebrochen. Die ist abgebrochen, natürlich. Ich habe dann irgendwann gesagt, also so geht das nicht mehr, den Mann liebst du nicht mehr. Aber es ist ja Wahnsinn, dass man 5 Jahre etwas, hast du es eigentlich die ganzen 5 Jahre letztendlich wieder deinen Willen getan? Nein, eigentlich nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Geld hat natürlich gelockt und man hat die Familie ernährt. Und wenn du dann wirklich nicht auf den Pfennig gucken musst, wenn du einkaufen gehst, das reizt dann natürlich. Ja. Also wurde es dann erst nach einer gewissen Zeit der ganzen Sache überdrüssig? Ja, irgendwann wirst du dann wach und denkst, hey, halt, stopp, was machst du hier eigentlich? Ich stelle mir, Eva, auch schwierig vor, wenn man, ich stelle mir die erste Zeit sehr schwierig vor, wenn man in dieses Milieu hineinsteigt und die ersten Wochen arbeitet als Prostituierte. Ich muss sagen, ich habe das für mich ganz locker gesehen, weil ich habe einfach das Geld gesehen, ich habe die Augen meiner Kinder gesehen, wenn die irgendwie, das hat die Mama mir gekauft, das hat der Papa mir gekauft, wie auch immer, also die Kinder haben das dann nicht Also ganz bekommen. Strikt als Job gesehen, abgeschaltet von deinem Privatleben, von deinen Gefühlen, abgetrennt, ganz gerade ausgegangen, durchgezogen und so weiter. Wie viel hast du da im Durchschnitt im Monat verdient in den Jahren? Also Minimum waren 5.000 D-Mark damals noch. Ja. Also es war wirklich reichlich Geld. Und ich sag mal, man gibt es dann natürlich auch schnell aus. Wir haben natürlich auch nichts an die Seite gelegt. Und wer hat denn damals davon erfahren, außer deinem Mann? Haben deine Familie, haben das Freunde mitbekommen? Meine Familie, meine engsten Freunde, die haben das also toleriert, sag ich ganz ehrlich. Mhm. Ich stehe auch dazu, komplett. Also ich sag, ich habe das nicht gemacht, weil ich geldgierig bin, sondern ich habe das wirklich gemacht, weil ich meine Familie ernähren musste. Was hat deine Familie, ich weiß nicht, ob deine Eltern, leben deine Eltern noch? Ja, ja. Die haben das auch mitbekommen, ne? Sagst du gerade. Meine Mutter, die hat gesagt, Susi, wenn du das, also Eva, wenn du das jetzt machen kannst, dann ist das okay. Mhm. Und ich akzeptiere das, es ist okay für dich. Mhm. Ne, also für uns auch. Also die wissen ja, wie ich bin und sehen mich auch als Menschen. Also bist du schon eher so eine Powerfrau, die auch dann so ein Ding durchzieht, wenn sie sich dafür entschieden hat. Ganz genau. So kann man sagen. Also ich habe das wirklich konsequent durchgezogen. In diesen 5 Jahren. Als du, da warst du mit deinem Mann noch zusammen, der bräsig und faul zu Hause saß und die Hand aufgehalten hat. Mhm. Da wundert es mich, dass du da nicht früh auf den Tisch gehauen hast. Du hast gesagt, hey, pass mal auf, ich racke mich ja ab, ich mache eine Sache, die eigentlich nicht mein Ding ist. Warum hast du den nicht rausgeschmissen schon früher? Ja, kann ich dir eigentlich gar nicht sagen. Ich weiß nicht, wenn man nachts arbeiten geht und hat tagsüber Kinder, dann ist man einfach müde. Ich war einfach müde. Ich hatte keine Lust auf irgendwelche Streitigkeiten. Verstehe. Wolltest du den Beziehungsstress dann auch nicht noch an die Backe hängen? Ganz genau. Hast du in dieser Zeit mit deinem Mann noch geschlafen? Ja, aber eher selten. Was hat jetzt? Also es kam auch nichts mehr rüber dann. Und irgendwann habe ich dann gesessen und habe gedacht, nee, halt, stopp. Du liebst ihn nicht mehr und beendest das jetzt. 5 Jahre. Ich habe das dann auch beendet. Und jetzt habe ich eigentlich das Problem, das heißt, ich stehe dazu. Und wenn ich eine neue Beziehung anfange oder anfangen möchte, dann bin ich eigentlich der Typ, ich bin immer ziemlich ehrlich. Und auch ehrlich, wenn es weh tut. Dann erzählt man ja auch von sich. Ja. Man hat ja, jeder hat so seine Leichen im Keller. Ja, ja, ja. Aber wenn man sich dann näher kommt, dann sage ich, du, pass auf, das und das ist passiert, das habe ich gemacht, das habe ich erlebt. Kommst du damit klar oder kommst du nicht damit klar? Und die meisten... Lass mich raten. Die meisten kommen nicht damit klar. Genau. Ja. Versuchen es einige Zeit und denken, aber eigentlich kommen sie nicht mit klar. Dennoch finde ich den Weg und deine Verhaltensweise richtig, Eva. Dass du gleich reinen Tisch machst und gleich reinen Wein einschenkst, das ist das beste Mittel, ne? Wenn das irgendwie hinterher immer durchsickert, stehst du blöd da und alles wird dann ganz kompliziert. Genau. Und wenn jemand das von Anfang an weiß und wirklich dann sagt, ist mir egal, dann ist es aber auch wirklich begründet und solide. Was ich dich aber gerade noch fragen wollte, 5 Jahre als Hure gearbeitet, was hat das mit deiner Sexualität getan? Nichts. Nichts. Es hat
also das muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich konsequent getrennt. Mhm. Man empfindet da eigentlich nichts bei. Das ist wirklich nur, man sieht das Geld, jetzt ist gleich vorbei, zack, zack, zack. Ja. Und ich sag mal, Sex im Privatleben ist natürlich was ganz anderes. Man küsst, man knutscht, man kuschelt und das macht man natürlich im Beruf nicht. Also die hat es danach, ich gehe davon aus, dass du danach auch nach der Trennung von deinem Mann schon wieder sexuelle Erfahrungen gemacht hast. Ja. Erlebnis hattest. Das konntest du richtig genießen, das war alles so wie immer und wie früher auch. Ja, ich hatte auch eine längere Beziehung und der Mann wusste auch davon und hat das akzeptiert. Aber nach einiger Zeit habe ich dann gemerkt, halt stopp, irgendwie, wenn wir dann Streitigkeiten hatten oder was weiß ich war mal nicht erreichbar oder so, dann, ja, ich glaube, dass du nachts arbeiten gehst. Ach, dann kam die Leier dann. Oh ja, genau, immer dieses Vorhalten, dieses Misstrauen. Ja, und das geht auf Dauer auch nicht. Ganz genau, und jetzt habe ich einen neuen Mann kennengelernt und bin also völlig unsicher, was mache ich jetzt? Wie soll ich dem das jetzt sagen? Ne? Also, ich glaube, dass du schon sehr, sehr trainiert darin bist, das zu sagen. Und du kannst es ja auch, du kannst ja gut reden. Dann sagst ihm so, wie du es sonst auch immer gesagt hast. Ja, aber das Problem ist, wenn da jemand nicht mit klarkommt, dann ist natürlich, ja, pass auf, nee, also ich komme da nicht mit klar. Und, aber dann ist es so. Dann kommt der auch natürlich mit dir nicht klar und dann musst du es auch so akzeptieren. Und je eher du das weißt, desto besser. Ja. Da müssen wir gar nicht darüber diskutieren eigentlich. Deswegen sagte ich gerade wenn ich jemanden kennenlerne, dann sage ich auch immer gleich im Vorfeld, also pass auf, ich bin ziemlich schwierig. Ich bin also total loyal und ich bin auch ein Kumpel. Und was ich mache, mache ich geradeaus. Aber ich bin auch ziemlich ehrlich. Und ich sage auch mal direkt, ich bin ehrlich, auch wenn es weh tut. Ja. Auch mir gegenüber. Ja, aber das ist doch auch gut. Das ist doch richtig. Ja, ja. Ich habe auch das Bedürfnis, das zu sagen. Weil wenn es wirklich rauskommt irgendwann, dann ist es natürlich umso schlimmer. Dann stehst du völlig blöd da. Richtig, richtig. Ja, genau. So, liebe Eva. 5 Jahre als Prostituierte gearbeitet und dazu steht sie, weil sie es für ihre Familie getan hat, durchgezogen hat und ist aus der Sache unbeschadet herausgekommen. Gratulation. Und jetzt wünsche ich dir einen tollen Mann, der das akzeptiert und alles Gute für die weiteren Jahre. Ja, ich wünsche euch auch, das ganze Team, alles Gute und Dankeschön. Macht weiter so. Danke, Eva. Tschüss. Danke auch. Tschüss. Dazu stehe ich. Das ist unser Thema heute Nacht. Und wenn ihr gerne mit mir reden wollt über etwas aus eurem Leben, worüber ihr sagt, ja, egal, was die anderen denken und sollen sie noch so mäkeln und die Nasen rümpfen und weiß ich was alles, ich stehe dazu. Dann ruft mich an 0800 220 50 50, Faxnummer 0800 220 50 51 oder meldet mir unter domian@wdr.de. Nicole, 30 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Nicole. Hallöchen. Wozu stehst du? Ich stehe dazu, dass ich ein Lattenluder oder Schandenluder bin, wie man es nennen will. Ein was bitte? Lattenluder oder Schandenluder. Ein Lattenluder? Ja, das ist eine Eigenkreation, weil Schandenluder heißt es normalerweise, das ist sowas wie die Boxenluder halt, in der Formel 1 oder so. Ja. Nur wir sind dann halt beim Skispringen. Ach. Ja, und Lattenluder halt, weil Latten sagt man auch zu den Skiern und dann ist irgendwann mal ein Suff auf Lattenluder gekommen. Moment, das wusste ich ja gar nicht. Also, es gibt tatsächlich Mädels, die beim Skispringen... Ne? Skispringen, es geht Skispringen, irgendwie da unten sich aufhalten, um dann irgendwann einen knackigen Skispringer abzuschleppen. Ja. Ist es so? Ja, klar. Das heißt, du hast schon mit vielen Skispringern Sex gehabt. Kann man so sagen. Kann man so sagen. Wir wollen natürlich jetzt keine Namen besprechen, obwohl wir es natürlich super gerne hören würden. Nein, das können wir nicht machen, Wie funktioniert das? Die sind ja in der Regel, ich kenne mich nicht aus dem Skispringen, aber in der Regel haben die doch Freundinnen, oder? Wie funktioniert das? Wie im normalen Leben auch. Also ich meine, das sind auch alles nur Kerle und wenn du abends feiern gehst, dann... Ja, aber wie kommt man an die ran? Das sind doch teilweise Superstars, die sind doch abgeschottet. Wie kommst du denn nah an die ran? Ja gut, also ich sag mal, viele sind da nicht so die Superstars, das sind vielleicht einige aus jedem Team und das war's auch. Der Rest geht abends ganz normal in die Kneipen, in den Wintersportorten. Ach so. Und da gibt's halt auch nicht so viele Kneipen und da ist dann jedes Jahr sind die gleichen Teams in den gleichen Kneipen, da weiß man also direkt, wo die sind. Ja. Und das heißt dann für euch baggern? So gesehen ja. Seit wann betreibst du diesen netten Sport schon? Jetzt seit 2000. Seit 2000? Mhm. Ich muss aber auch dazu sagen, ich komme also in dem Sinne auch gut mit den Jungs zurecht, weil ich auch beim Skispringen arbeite. Ach so, ja. Wie viel hast du denn schon abgeschossen? Ganz genau? Ja, bitte, ganz 26. Genau. 26. Ja. 26 in diesen 3, 4 Jahren. Ja, genau. Ungefähr. Mhm.
Ja. Wo passiert das dann? In Hotels oder gehst du mit den Jungs nach Hause, sofern die da, nee, die wohnen da ja auch nicht, wo die springen in sind. In Hotels dann. In Hotels. Ja, wobei ich aber halt lieber die Jungs dann mit zu mir nehme, als wenn du dann da auf dem Flur dann noch den ganzen Teamkollegen über den Weg läufst. Stimmt. Am besten denen, mit denen letzte Woche oder so. Das finde ich dann immer etwas blöde so, aber... Naja, gut, ich meine, die wissen eh alle Bescheid. Und von kriegt man denn da nicht schon so einen gewissen Ruf, wenn die, ja, dich, ne, wenn die dich so sehen? Ja. Behandeln die dich respektvoll oder auch so ein bisschen abschätzig? Ach, die wieder, unsere Maus hier. Das kommt drauf an. Also es gibt natürlich schon ein paar, die da echt so die Nase rümpfen, aber das sind, sag ich mal, die wenigsten. Mhm. Und die anderen gehen da eigentlich recht locker mit um, was ich ja also selber auch nicht gedacht hätte. So. Ja, und für die ist das ja auch recht praktisch, ne? Zu Hause, ja. Und die wissen dann also auch genau, okay, das ist halt eine, ist genauso drauf wie wir, die will abends ihren Spaß haben und lässt uns danach in Ruhe. Genau. Oder halt auch an der Schanze, wenn sie springen, dann lasse ich sie auch in Ruhe, dann mache ich meinen Job, die deren. Ja. Und im Gegenteil, da will ich auch nicht, dass die mich irgendwie anquatschen, weil das ist mir dann auch mal ein Schanzenluder, das habe ich wirklich in meinem Leben noch nie gehört. Was ist denn jetzt so das besonders attraktive, knackige, geil oder wie ich es nennen soll, an Skispringern? Jetzt speziell an Skispringern? Ja. Warum suchst du die, warum nur gerade die? Warum stehst du nicht an bei der Formel 1 irgendwo an der Straße? Ja, weil das mit deinem Job auch zusammenhängt wahrscheinlich, ne? Ja, auch. Ich sag mal, bei Skispringern ist das Schöne, dass die alle sehr jung sind, weil ich also auch privat auf Jüngere stehe, so. Ja. Also das heißt privat, also normal halt. Die alt, ja, die sind sehr jung, ne? Die sind alle so zwischen 20 und 30, kann man sagen. Oder noch jünger, ne? Ja, also es fängt schon, ich sag mal, im Weltcup sind die so ab 16, 17 dabei. Wie war denn der Jüngste, den du vernascht hast? Ich wusste, dass das kommt. 18, weil drunter gehe ich nicht dran. Nein. Also da hoffe ich dann schon, dass ich drauf aufpasse. Und wer war schon halb Rentner? Wie alt war der? Der Älteste, wie war der Älteste? Der ist ein Jahr älter als ich. Also 31. Mhm. 31. Ja. Also das Attraktive daran ist, die sind recht jung. Das gefällt dir. Und, und die Figur eigentlich auch. Also ich stehe nicht so auf so Bodybuilder-Typen oder so. Also auch jetzt im normalen Leben sind meine Leute, mit denen ich da was zu tun habe, auch eher so. Aber Nicole. Ja. Ich bin da nicht so bewandert, aber manchmal gucke ich mir solche Bilder auch an oder gucke mir im Fernsehen Fernsehsendungen an. Das sind doch alles so Frettchen. Die sind doch alle, magersüchtig irgendwie. Ja. Die müssen doch ganz leicht sein. Da hast du doch nur Knochen in der Hand, wenn du mit denen im Bett liegst. Nein, also ich meine, das ist das, was ich mir von meiner Stiefmutter auch immer anhören darf, von wegen du mit deinen Hungerhaken. Weil ich weiß das also auch, da stehe ich also auch dazu vor meiner Familie und so. Aber ich sag mal, das stört mich nicht. Okay, gut, einige sind echt extrem, wo du dann wirklich am nächsten Morgen mehr blaue Flecken als alles andere hast. Ja. Aber gut, okay. Aber wie gesagt, ja, auch so, wenn ich jetzt so in einer normalen Disco oder so wen abschleppe, so also einen ganz normalen halt, dann sind die auch eher die dünnen. Dünner. Ja. Also ich merke schon, Nicole steht auf die ganz junge, also auf junge und sehr dünne. Ja. Wie ist denn der Skispringer an sich im Bett? Ist es ein guter Liebhaber? Das kommt auch drauf an, aber ich sag mal, im Großen und Ganzen sehen schon. Mhm. Und ich erkläre mir das eigentlich immer damit, ich meine, die sind so bescheuert, sich da so ein Ding runterzustürzen. Ja. Und ich meine, das Adrenalin, was die da im Blut haben, das ist also auch wissenschaftlich bewiesen, dass sie da so unheimlich viel von haben. Ich denke mal, dass das vielleicht auch irgendwie zusammenhängt. Wahrscheinlich kommt das Adrenalin gar nicht raus bei dem Sprung, sondern das muss hinterher noch wieder ausgelebt werden. Ne? Ja, irgendwie sowas. Und da bist du natürlich eine gute Nummer für die. Ne? Ja. Also es kommt auch vor, dass viele haben auch meine Nummer, dass dann schon mal angerufen wird von wegen, ey, wo bist du gerade und so, willst nicht vorbeikommen und da sagen dann andere auch, boah, kommst du ja nicht zu schade vor, sag ich nur, wieso, ist doch korrekt. Ja, also kennst du eine ganze Menge, ne, kann man sagen. Du kennst sie rauf und runter, die mit Namen und die auch mit weniger Namen. Ja, klar. Ja. Ja. Hast du nicht mehr schlechtes Gewissen? Die meisten sind ja schon in Beziehungen, dass du da so reinfunkst? Jein. Also bei denen, wo ich es ganz genau weiß, da gehe ich auch gar nicht auf Angriff oder so. Also dass ich jetzt sagen würde, boah, den würdest du jetzt aber auch mal gern abschleppen oder so. Überhaupt nicht. Also da ist dann eher so ein Blocker. Aber wenn jetzt einer irgendwie eine Freundin hat oder so und es ergibt sich dann trotzdem was, warum schlechtes Gewissen? Ich meine, erstens gehören da zwei zu. Ja. Zweitens, ob es jetzt ich oder eine andere bin. Ja. Ja, und ich sag mal, ich war auch nur so eine Frage. Ich finde auch, dass den Kopf du dir nicht machen musst, sondern die Jungs müssen sich den Kopf machen, ne? Die in den Beziehungen sind. Die haben Dreck am Stecken. Ja. Gab es denn schon mal Stress mit einer Freundin, die das mitbekommen hat, von einem von den Skispringern? Ja. Gab es? Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal... Also richtiges Stutenstreit dann? Volle Kanne? Eher, dass sie sich dann geschämt haben und von wegen, ja, wenn ich mich mit dir sehen lasse, dann heißt es nachher, ich bin auch so eine und... Blablabla und sowas alles, aber mit denen gehe ich dann da halt nicht mehr hin, weil entweder die akzeptieren das oder nicht. Ne? Und alle, die mich kennen, wissen das halt auch mittlerweile. Ne? Ich gehe mal davon aus, ich hoffe das, ich hoffe, ich bete darum, dass es so ist. Du hast keinen festen Freund.
Bitte sage jetzt nicht, ich habe einen Freund, dann werde ich wahnsinnig hier. Doch, mittlerweile ja. Nein! Wie, und, ja. Und du hast einen festen Freund und bist nebenher noch ein Schanzenluder? Jein. Also, jein gibt's nicht. Ja. Und aber noch, im Moment trete ich was kürzer, weil ich im September Mama werde und... Das auch noch! Ich fasse es nicht. Ich gehe jetzt hier, ich gehe. Nein, bleib da. Ja, was ist denn daran so schlimm? Aber du, nein. Also ich hoffe, dass der kleine Wurm, der da im Entstehen ist, von deinem Freund ist. Ja. Und nicht von irgendeinem guten Skispringer. Ja, aber was wäre denn daran so schlimm? Ich meine, ein Skisprung braucht auch Nachwuchs. Nein, das wäre schon sehr schlimm. Das wäre schlimm für deinen Freund, finde ich. Ach so, ja gut, aber der weiß das auch. Also. Ach, der weiß das auch? Ja. Wie, der weiß das und der nimmt das so hin, dass du da mit den ganzen Skispringern irgendwie die Nächte durchmachst? Ja, weil ich sag mal, wir sind auch, also unsere Beziehung ist nicht unbedingt so eine klassische, sondern wir sind auch so, dass wir uns halt auch schon mal gern zusammen in einem Striplokal oder so ein Mädel zusammen aussuchen, die dann anbaggern und versuchen, nach Hause zu nehmen. Oder also er ist auch eher so ein bisschen in dieser Richtung drauf? Ja, schon. Also wir sind da relativ offen doch. Habt ihr denn auch schon mal zu dritt mit einem Skispringer was gemacht? Also dein Freund? Nein. Wäre doch auch mal eine Variante. So lange kenne ich ihn auch noch gar nicht. Also so lange ist das mit uns noch nicht. Und er hat aber schon gesagt, wenn der Kleine dann da ist, dann gehen wir damit an die Schanze, ziehen das immer in einer anderen Nationalfarbe an, damit die Skispringer denken, das ist von denen und verarschen die so ein bisschen. Also er nimmt das also auch ganz locker auf. Wenn wir jetzt Skispringen gucken, dann weiß er also auch direkt, das war doch der und der, mit dem war das und das. Und lacht dann auch so. So dumm und Gomorra da unten. Ja. Da unten irgendwo in den Alpen wahrscheinlich. Von da aus rufst du an. Ruhrgebiet. Ruhrgebiet? Ruhrgebiet, ja. Aber da musst du doch irgendwie da runterfahren, immer da, wo die Springen sind. Ja. Ne? Ja. Es gibt Autos und für Auslandssachen gibt es Flugzeuge. Ah ja, verstehe. Ja. Mann, was es alles gibt. Ja, ist doch korrekt. Was es alles gibt. Nicole, der Schanzenluder. Gibt es da eigentlich mehrere von, die das so machen? Du hast vorhin in der Mehrzahl gesprochen am Anfang. Ja, also es gibt schon mehrere. Es gibt einen harten Kern, die also auch, sag ich mal, für meine befinden richtige Schanzenluder sind, die da auch Spaß dran haben. Mhm. Und dann gibt es halt so diese Pseudo-Schanzenluder, die halt, sag ich mal, abends sich mit den Skispringern blicken lassen, da Händchen halten, rumknutschen. Dann haben wir hier, ich hab einen. Ne? Mhm, aber da und läuft nichts. Sobald es dann ernst wird, sagen sie dann ab. Und dann sind die Jungs natürlich auch sauer. Ich meine, wäre ich auch. Wenn mich einer heiß macht und ich merke dann, das macht er nur, um mich vorzuzeigen. Und wenn ich dann meinen Spaß haben will, dann zieht er einen Schwanz an, dann wäre ich auch ziemlich sauer. Jetzt, wo du so redest, höre ich natürlich, dass du hier aus der Ecke kommst. Echt? Ups. Das ist das Ruhrgebiet. Ich höre das Ruhrgebiet. Ja. So, Nicole. Okay. Dann wünsche ich alles Gute für die Schwangerschaft. Danke. Und damit sich das dann doch irgendwie alles ein bisschen beruhigt, dann hast du ja auch Verantwortung zu tragen, da ist ein Kind da und dann wird sich die Welt vielleicht doch ein bisschen verändern bei dir. Ja, aber wenn die Mama Spaß hat, dann hat das Kind auch Spaß. Ja, sagte sie zögerlich. Ja. Nicole, alles Gute. Dir auch. Tschüss. Dankeschön. Mann, ich weiß es nicht. Marcel, 22. Guten Morgen. Ja, hallo, ist der Marcel. Der Marcel. Schöne Grüße aus dem Wendecker Ländchen. Aus welchem Ländchen? Kennst du das? Nee. No, also mein Thema ist... Nee, halt. Welches Ländchen ist das? Wo liegt das? Wendeck, kenne ich nicht. Wendeck an der Sieg. Nee, kenne ich nicht. Aber ich freue mich, dass von da aus Grüße kommen. Also 45 Minuten von Köln. Ach so, dann müsste ich es eigentlich kennen. Kennst du? Ja, das kenne ich, ja. Hennef da unten in der Ecke. Aha. Ja, okay, mein Thema ist, ich stehe zu meiner Gesinnung, eher gesagt zu meinem Aussehen. Aha, wie siehst du denn aus und wie ist die Gesinnung? Sagen wir mal so, man, die anderen Leute in der Zeitung werden immer abgestempelt, wir tragen Springerstiefel und sowas. Ja? Also Springerstiefel an sich ist ja noch nicht, heißt ja im Prinzip erstmal noch nichts. Ja, heißt es, es kann ja heißen Punker oder Skinhead, weil das... Genau. Ja, und was sag ich mehr aus der braunen Ecke, wie die Zeitung immer sagt. Ja, und wie ist deine Gesinnung wirklich? Ja, national eigentlich. Ah, also so ein bisschen schon aus der braunen Ecke. Ja, braun kann man ja nicht direkt sagen, weil Nazis gibt's ja nicht mehr. Ja, ich finde schon, es gibt noch Nazis. Ja, die sind also 45 ausgestorben. Findest du? Finde ich nicht, aber egal. Wie ist denn, was bedeutet denn für dich nationale Gesinnung? Was heißt das? Nationale Gesinnung habe ich auch. Moment mal, ich hab eigentlich wegen einem anderen Thema angerufen, wegen meinem Aussehen, weil ich deshalb immer angegriffen werde. Ja gut, aber das hängt ja zusammen, ne? Du wirst ja angegriffen, Aussehen, weil die Leute denken, du bist Nazi. Ja, so vermute ich das ja. Ja, genau. Ja. Obwohl, das kann ja gar nicht gehen, weil wenn man so überlegt, geht's gar nicht mehr. Und die Leute wollen das halt nicht verstehen. Also, äußerlich siehst du aus, wenn man dich auf der Straße sehen würde, so klischee-mäßig schon wie, wie Skinhead. Na, ich bin kein Skinhead, meine Freunde sind Skins halt, aber ich halt in die Richtung halt. Okay, dann beschreib dich doch mal. Also, die Springerstiefel hast du schon gesagt, die trägst du in der Regel immer. Ja, den größten Teil trägt die Skinhead-Zähne oder so gesehen patriotische Zähne, die tragen nur Boots, also keine Springerstiefel, das sind halt, die sehen ein bisschen anders aus, also 3 bis 10 Loch, 20 Loch oder so. Ja.
Okay, das sind so die Feinheiten, die kennen wir normalen Menschen ja gar nicht. Ja, genau. Beschreib dich mal so ein bisschen nach oben. Was hast du in der Regel so für eine Jacke an im Winter? Ja, ich habe jetzt zum Beispiel eine Donkey an. Was ist das? Ein Mantel. Welche Farbe? Die ist bläulich. Bläulich. Und wie ist der Kopf? Ist der glatt rasiert oder? Nee, ich habe einen Scheitel. Oben drauf habe ich ungefähr auf 3 mm. An den Seiten habe ich gar nichts. Ja, gut. Also, wenn ich dich so sehen würde, hätte ich im ersten Moment gar keinen besonderen Eindruck. Dann würde ich denken, okay, der sieht so aus, wie er aussieht. Aber die Leute denken anders. Ja, genau. Also mittlerweile ist es bei uns so, man wird einfach angegriffen, obwohl es gibt ja auch Skins, die sind unpolitisch, zum Beispiel Eu-Skins oder Sharp-Skins, die zum Beispiel, weiß ich, Scar hören. So es gibt auch linke Skins, ne? Es gibt ja alles Mögliche. Es gibt ja sogar Gay-Skins, schwule Skins. Gibt es auch, ganz genau. Ja. Und das wissen die Leute nicht. Ja. Zum Beispiel ist es ja heutzutage so, es werden Leute angegriffen, die böse Onkel-Shirts tragen und so einen Scheiß, obwohl die Onkels gar nichts damit zu tun haben. So, aber du sagst zu mir, ich stehe dazu, wie ich mich kleide. Ja, genau. Das ist erstmal das. Da wollte ich jetzt gerade drauf zukommen. Genau. Das ist die Aussage. Aber trotzdem, Marcel, interessiert mich, was dahinter steckt. Kann ich jetzt sagen. Okay. Es geht darum, also von klein auf, ich bin jetzt am 11. Lebensjahr dabei, sagen wir ehrlich gesagt am 15. Radikal mehr. Und es geht darum, weil von klein auf bin ich von kriminellen Ausländerbanden angegriffen worden, so wie meine Freunde, dass wir Deutsche sind, haben uns deshalb zusammengeschlagen und sowas. Mhm. Und das ist nicht nur einmal eine Woche, es ist halt jeden Tag so. Die schlagen 13-Jährige zusammen und sagen, sie hassen uns Deutsche und sagen Kartoffeln und so eine Scheiße. Mhm. Das kann halt nicht mehr weitergehen. Das ist ja nicht nur hier so, ich höre das aus ganz Deutschland. Ich weiß, das ist eine schlimme Entwicklung. Das weiß ich, dass es das gibt. Ich weiß, dass es das von beiden Seiten gibt. Das ist sehr schlimm, dass das so ist. Und ich glaube, das ist ja auch schon Rassismus, aber darüber will die Presse ja nicht reden. Ja, das weiß ich. Ich weiß, dass lange geschwiegen wurde, aber in den letzten Jahren, sagen wir mal so, ist dann doch immer mehr darüber gesprochen worden. Ja, aber ich denke mal, mittlerweile gibt es mehr kriminelle Ausländer als kriminelle Nazis, weil kaum kriminelle Nazis in Deutschland, es gibt mehr kriminelle Ausländer. Ja, das wollen wir jetzt darüber will keiner sprechen, das ist die Mehrheit, das ist die Wahrheit. Wollen wir jetzt nicht mit den Zahlen aufrechnen, dass es die gibt? Ja, wir haben wenigstens Argumente, die Linken haben es nicht. Da hast du völlig recht. Jetzt will ich noch mehr von dir wissen. Du sagst eine nationale Gesinnung. Bist du Mitglied einer Partei? Nein, ich bin bei den Freien Kräften. Bei den Freien Kräften? Genau, das heißt so viel, wir haben keine Partei, wir sind eigentlich keine Organisation so. Ja? Wir hören gar nichts an, wir sind einfach so, die gar nichts angehören. So, also auf die Straße. Was ist denn, steht ihr auf dem Boden des Grundgesetzes? Wie soll man das sagen? Ja, das ist eine ganz einfache Frage, die man ganz einfach mit Ja oder Nein beantworten kann. Ja, man kann nicht, Moment mal, ich kann es jetzt nicht so sagen, wenn ich jetzt das sage, dann habe ich gerade hinter den VS am Arsch hängen, deshalb, wenn ich jetzt meine Meinung dazu sage. Also das heißt, ihr steht nicht auf dem Boden des Grundgesetzes? Grundgesetz, haben wir überhaupt ein Grundgesetz in diesem Land? Ja, das haben wir, ein verdammt gutes sogar, worauf ich verdammt stolz als Deutscher bin. Ja, warum Deutschland? Das ist nicht mehr Deutschland, das ist BRD, Bobis Rache Diktatur. Ja. Was für eine Diktatur? Bobis Rache Diktatur. Was heißt Bobis Rache? Na, das ist jetzt Quatsch. Das ist ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen. Ich finde, Marcel, also ich nehme ernst, was du gerade gesagt hast mit diesen Gewaltaktionen. Ich finde, dass das auch ein großes Problem ist und darüber muss man auch sprechen. Ja. Aber stopp, lass mich sagen. Ich finde genauso falsch, wenn das auf der anderen Seite in das gleiche Extrem... Haben Sie recht. Ja, du musst mich nicht sitzen. Ich nutze dich auch. Es gibt genauso Arschlöcher, diese Idioten, da geilt die Presse sich wieder dran auf. Wenn die irgendwelche Gewaltaktionen gegen Außer machen, Mordbrennerei, genau. Das zieht uns so ein schlechtes Licht, damit ganz ich genauso genau. gegen. Und wir stehen, das sage ich dir jetzt auch, wir stehen als Deutsche oder als Bürger am besten da, und da können wir auch verdammt stolz drauf sein, wenn wir dieses Grundgesetz verteidigen, was wir haben, weil das ein verdammt gutes Grundgesetz ist. Darauf kann man sich wirklich was einbilden, wenn wir dahinter stehen. Die Meinungen spalten sich. Ja, das sollten wir wirklich machen. Wir hatten noch nie, solange es Deutschland gibt, ein so großes und gutes Grundgesetz oder so eine gute Verfassung. Aber ich denke mal, mindestens 10 bis 15 Jahren, dann kommt irgendwas wieder. Und das kann nicht so weitergehen, was auf den Straßen abläuft. Ich sehe nur noch Banden und so, die machen nur Scheiße, da ziehen uns hier ab und hassen uns richtig. Und ich kriege das hier mit, die rechte Szene, die wächst hier richtig zusammen. Die war vor 3 Jahren richtig klein. Stimmt genug. Und jetzt hat sich vor 4, 5 Jahren... Stimmt genug. Das ist sicher auch ein Versäumnis des Staates, dass diese Szene, auch diese rechte Szene so... Es ist ein Versäumnis des Staates, dass die rechte Szene sich so aktiviert, und es ist ein Versäumnis des Staates, dass es so viele kriminelle Ausländergruppen gibt. Gebe ich dir völlig recht. So, aber jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Bei dir war es so, dass du sagst, ich stehe zumindest zu dem, was ich äußerlich präsentiere, wie ich aussehe und was meine Kleidung ist. Ja. Dann danke ich für deinen Anruf. Okay, danke. Alles Gute. Ciao. Tschüss. Darf ich noch schöne Grüße bestellen an einen? Nicht so ganz gerne. Okay. Auf einmal. Eine Freundin. Ja gut, eine Freundin. Okay. Einmal ein Loni aus Berlin, 88. Ciao. Okay, alles klar. Tschüss.
Karl 35, guten Morgen. Morgen. Hallo Karl. Hallo. Dazu stehst du. Zu was? Ja, ich habe halt ein kleines, relativ kleines Glied. Ah, wie klein? Oh, mit dem dritten Mal, dass wir die Fragen stellen. Ja, Entschuldige, weißt du, das läuft bei uns so. Ich weiß überhaupt gar nichts, was hier in die Sendung reingestellt wird. Ja. Die Fragen haben meine Kollegen dir schon gestellt am Telefon. Das ist normal, deswegen muss ich dich jetzt leider normal fragen. Gut, also drei Zentimeter, vielleicht ein bisschen mehr. Im unirrigierten Zustand? Im irrigierten. Im irrigierten Zustand. Ja. 3 Zentimeter. Jo, das ist wirklich klein. Ja, sehr klein. Das ist wirklich klein. 3 Zentimeter. Ich stelle es mir gerade vor. 3 Zentimeter, so vielleicht. Siehst du mich im Fernsehen? Ja, ja, ja. So ungefähr. Mhm. So ein halber Kugelschreiber. Tja, je nachdem, wie groß der Kugelschreiber ist, ne? Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass es da große Probleme gibt mit Frauen. Ist es so? Ja, gut. Wie gesagt, mittlerweile. Früher, ja, jetzt stehe ich zu. Ich bin ja jetzt auch verheiratet. Ach so. Ja. Mhm. Und seit 10 Jahren, ne? Ja. Ja, meiner Frau. Ja. Und deine Frau kann, für die ist das okay? Sie akzeptiert es und kann damit auch umgehen? Ja, sie hat mir damals auch Mut gemacht. Mhm. Stichwort umgehen. Kann sie damit umgehen? Ich meine das jetzt sogar im wörtlichen Sinne. Ist es möglich, mit einem 3 cm irrigierten Penis richtig mit einer Frau zu schlafen? Ja, also wir haben schon Geschlechtsverkehr. Mhm. Ja, ich glaube, sonst wäre sie auch nicht mehr mit mir zusammen, wenn das nicht gehen würde. Ja. Ich meine, das ist ja auch Grundvoraussetzung einer Beziehung. Klar, natürlich. 10 Jahre zusammen, du bist jetzt 35, aber davor gab es ja dann auch noch einige Jahre. Welche Erfahrungen oder welche schlimmen Erfahrungen, unangenehmen Erfahrungen hast du mit Frauen und deren Reaktionen gemacht? Ja, also ganz schlimm war das in der Schule halt schon dann, ja. Also bei den Jungs unter der Dusche oder wie? Ja, da auch. Das war, ja, also das war das Schlimmste eigentlich. Ach, bei den Jungs war schlimmer als bei den Mädels? Ja, hat es angefangen, kann man zwar so sagen. Ja. Ne? Mit der, das war schon. Sag mal, unter der Dusche, wenn es im irrigierten Zustand schon nur 3 Zentimeter lang ist, wie ist es denn dann im unirrigierten Zustand? Ja, wie gesagt, gemessen habe ich noch nicht, aber man sieht nicht viel. Es ist ganz in sich zurückgezogen. Ja. Sieht denn der Hodensack, sieht das normal aus oder ist es auch sehr klein? Ja, der ist verhältnismäßig ist der groß, ne? Mhm. Kann man sich ja vorstellen, gegen so ein kleines Ding da. Klar. Okay, das kann ich mir gut denken, dass Jungs da erbarmungslos sind in den Duschen, wenn die sowas sehen, dass sie da Gegenstand. Damals in dem Alter. Genau, der Hänselei warst. Aber nochmal auf die Frauen zurückzukommen. Ja. Als du dann den ersten sexuellen Kontakt mit einer Frau hattest. Ja, das ist ja dann meistens nie gekommen, ne? Wann hattest du denn deinen ersten sexuellen Kontakt? Ja, mit meiner Frau dann, mit 25. Ach so, ist deine Frau quasi auch die erste Frau? Ja. Das heißt, du hast dich vorher gar nicht getraut, in die Mädels ranzugehen? Ja, es waren vorher 1 oder 2 schon, und die sind dann, wie gesagt, die haben dann 2, ehrlich gesagt, die haben dann Rückzieher gemacht halt auch, ne, und dann Rückzieher. Hat sich das halt auch rumgesprochen, ne. Ah, so. Rückzieher, weil sie es gesehen haben oder weil du es vorher gesagt hast? Nein, gesagt, das habe ich mich ja nie getraut. Mhm. Also da kam es schon zu einer intimen Situation und die haben es gesehen und haben dann gesagt, nee, will ich nicht, ja. Kein Bock drauf. Ja. Deine Frau, als du die kennengelernt hast, wusste die das auch schon? Hat er sich das rumgesprochen? Nein. Also ich habe mich ja, wie gesagt, deswegen habe ich immer gleich gedacht, die Frauen halten dann gleich Abstand. Mhm. Weil ich wusste ja auch nicht, ob das überhaupt geht mit so einem kleinen Ding. Und als du dann den ersten intimen Kontakt hattest mit deiner Frau, wie hat sie sich verhalten und reagiert? Also ganz klasse. Mhm. Also gar nichts gesagt erst. Ich habe sie daher drauf angesprochen. Gar nichts gesagt. Ja. Und dann war es wunderbar und es war ganz normal und es gehörte. Sie hat dich so akzeptiert, wie du bist. Ja, sie war. Ja, sie hat mich so genommen, wie gesagt. Ja. Wie ist denn das heute so, Karl, wenn du. Ich könnte mir vorstellen, dass solche Hänseleien sehr eingebrannt sind in der Erinnerung von früher. Traust du dich heute in eine Sauna zu gehen oder so? Ja, das ist ja der Punkt, warum ich anrufe. Mittlerweile gehe ich sogar an den FKK-Strand. Ach, und daher auch unser Thema, dazu stehe ich. Ja, ich stehe dazu, dass ich einen kleinen Penis habe. Ja. Ah, das ist aber doll. Mhm.
Wie kommt das, dass du so mutig geworden bist? Das liegt daran, dass meine Frau eine sehr offene, also damals schon war die Birgit schon sehr offen, immer. Und das war schon so, sie hat halt gleich gesagt, sie war also immer schon für FKK und auch geht auch oft in die Sauna. Und ja. Sie war also sehr offen, nicht nur Damensauna, überall hin. Ja. Und ja gut, dann sagte sie, komm mal mit. Komm mal mit in die Sauna, Sauna dann erst nicht, dann erst Schwimmbad, ne? Ja, immer so peu à peu. Mal und dann irgendwann, sie war schon immer FKK, ist am Anfang alleine hingegangen und irgendwann hat sie gesagt, komm Karl, komm mal mit. Ja. Und dann bin ich mitgekommen. Und das erste Mal war wahrscheinlich schlimm, ne? Ja, grauenhaft. Also erstmal mit dem Handtuch dahin noch, ne? Und dann das erste Mal die Leute, ja, die Blicke sieht man schon, ne? Die ziehen einen magisch an. Aber heute ist es normal für dich geworden und die Blicke interessieren dich nicht mehr. Ja, heißt, ja gut, normal wird es wahrscheinlich nie so richtig sein, weil so richtig normal ist es ja nicht. Aber da, nee, das stimmt. Aber es ist schon viel besser geworden gegenüber früher. Ja. Und die Hemmungen sind viel geringer geworden als früher. Ja, wie gesagt. Und da ist schon ein Tabu gebrochen. Kann und hin und wieder auch mal drüber lachen. Ne? Ja. Ja, das ist auch das Allerbeste. Was bleibt einem anders übrig? Vor allen Dingen hast du großes Glück, dass du eine tolle Frau gefunden hast, die dich so nimmt, wie es ist. Und das ist ja das Wichtigste überhaupt. Also was das Wunderbarste, was mir passieren konnte. Ja. Ich gratuliere, wirklich, ja. Karl. Jetzt geht die Sendung vorbei. Aber ich freue mich, wir haben doch ausführlich noch miteinander reden können. Ja. Schön, dass du angerufen hast und mutig auch, dass du angerufen hast, will ich dir auch sagen. Kann ich vielleicht der Birgit nochmal sagen, ich weiß nicht, ob sie es jetzt gerade sieht, die hat auch gerade Dienst, die guckt die Sendung sehr gerne. Ja, sag schnell. Dass ich sie sehr, sehr liebe. Ja. Ja. Ist rübergekommen jetzt. Dankeschön. Alles Gute, Karl. Tschüss. Tschüss, Jürgen. So, meine Lieben, dazu stehe ich. So hieß unsere Sendung heute. Ich stehe jetzt dazu, dass wir leider Schluss machen müssen in der Technik war die Kerstin Klinger. Wir sind morgen wieder da, 1 Uhr Radio 1 live und 1 Uhr wieder 1. Tschüss.